nicht der Mann, der das Pulli spielt, sondern der die Scheibe erwartet. Aber der Puck kommt zurück an die blaue Linie, wird abgefeuert von Drew Doughty. Saint-Louis setzt sich elegant durch und die Kanadier verstecken die Scheibe im Tor von Gustafsson. Das 1:0 nach knapp 7 Minuten. Und zwar durch Derek Ruff von den Buffalo Sabres. Das wird seinem Chef Freude machen, Lindy Ruff. Das frühe Führungstor für die Kanadier. Vorarbeit von Martin Saint-Louis. Lässt den Verteidiger aussteigen, spielt dann Backhand das Päschen zurück. Und Gustafsson ist zu spät. Schaut er auf die andere Seite. Schauen Sie sich, das sieht man hier sehr gut. Da war es schon zu spät. Gustafsson rechts, Scheibe kommt links. Trainist. Nur bald die Spielmitte erreicht. Immer noch nur 1:0 für die Kanadier. Gegen stärker gewordene Schweden. Scheibenverlust der Schweden in der eigenen Zone. Das ist tödlich. So auch hier. 2:0 für die Kanadier durch Sean Horkoff. Karl Gunnarsson wird sich hier grün und blau oder vielleicht blau und gelb ärgern. Und er sowieso. So, hier. Die Elf verliert die Scheibe und Mike Fischer zieht aufs Tor, sieht den mitgelaufenen Sean Horkoff. Ein kurzes Päschen, wieder der Direktschuss und wieder ist die Scheibe drin. Ganz einfach. Ja, Bengt Åke Gustafsson hatte nach oben geschaut, weil er ein Offside sah. Da war der Arm des Schiedsrichters oben. Ja, nochmal. Ja, da ist der Kanadier drin. Ja, der Kanadier ist drin. Die Scheibe. Viel Ärger also im Moment für die Schweden. Zuerst machen sie die Chancen nicht, dann ein Offside, das nicht geahndet wird, das Tor und jetzt auch noch die Strafe. Etwas gar viel im Moment. Chance für die Kanadier auf das vielleicht schon vorentscheidende 3:0. Und tatsächlich kommen sie zu einer guten Möglichkeit und zum schnellen Tor in Überzahl. Derek Roy mit seinem zweiten Treffer zum 3:0. Da wird's ruhig bei den Schweden und die kanadischen Fans. Die freuen sich hier über die klare Führung der eigenen Mannschaft. Zuerst war es Danny Heatley, der die Scheibe auf Gustafsson brachte. Es kam der Abpraller und den Rebound. Martinsson, Eriksson, noch einmal Eriksson, der muss drin sein und jetzt ist er auch drin. Das ist der Anschluss, den sie gesucht haben, nach 6 Minuten 14 Sekunden im letzten Drittel. Das erste Tor für die Schweden. Auch Dwayne Rollison, das erste Mal geschlagen heute Abend. Louis Eriksson mit dem 3:1. Der erste Schuss, dann der Abpraller und beim zweiten Mal verzögert er geschickt, zieht den Torhüter auf die Seite raus, öffnet damit das Tor und trifft. Louis Eriksson von den Dallas Stars